Hallöchen, die bezaubernde Susanne, Frau Beauty und ich, wir sitzen hier in Südfrankreich an der Côte d'Azur in Cannes. Wir blicken auf Berge und auf Meer, denn wir sind hier gemeinsam mit L'Oréal Paris im Zuge der Filmfestspiele. Und deshalb habe ich auch diesen glamourösen Look, den ich mir nicht gezaubert habe, sondern Susanne. Und wenn ihr wissen möchtet, wie sie das gemacht hat, dann bleibt doch dran. Genau, wir erklären euch das jetzt Schritt für Schritt, was ihr braucht und wie ihr es machen könnt. Bis dann. Viel Spaß. Im ersten Schritt grundiere ich Katalins Haut mit der Perfect Match Foundation im Ton 2.W. Erstmal mag ich es total gern, wie die Perfect Match Foundation sich wirklich mit eurer Haut verbindet. Die verschmilzt richtig und gibt so ein richtig schönes, echtes Hautfinish, das nie zugeschminkt oder maskenhaft aussieht. Ihr könnt hier richtig einfach drauf streichen und ihr seht, wie schön das Hautbild perfektioniert wird, ohne dass jetzt so eine dicke Schicht entsteht. Mit einem sehr hohen Pflegeanteil. Und dieser Pflegeanteil macht es möglich, dass genauso diese Natürlichkeit bestehen bleibt. Und auch übrigens über den Tag hinweg ist die Haut bestens versorgt und die Foundation liegt nicht mit der Zeit staubig auf. Im nächsten Schritt gebe ich ein ganz kleines bisschen Perfect Match Concealer unter die Augen, einfach nur um die Augenpartie ein bisschen frisch aussehen zu lassen, ein bisschen aufzuwecken. Der darf ruhig ein bisschen heller sein als eure Foundation, aber bitte nicht zu hell, weil das kann müde aussehen. Wenn ihr den Concealer mit einem Pinsel auftragt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Concealer nicht unnatürlich aussieht, sondern wirklich das Pigment nahezu auf eure Haut gestreichelt wird und dann behält das Auge und die Augenpartie diese totale Strahlkraft und Natürlichkeit. Wenn man hier das Vorher-Nachher euch anschaut. Wenn ihr dazu neigt, dass ihr ein ganz kleines bisschen Teig in der T-Zone produziert und es da über den Tag zu einem Glanz kommt, könnt ihr eure Foundation noch mal ein ganz kleines bisschen mit dem Perfect Match Puder fixieren. Ich persönlich mag sehr gerne, die Perfect Match Foundation pur aufzutragen, weil ich diesen seidigen Hautglanz so gerne mag, den sie hinterlässt. Aber wenn ihr das gerne fixieren wollt und ein bisschen mattieren wollt, dann könnt ihr den Perfect Match Puder dafür verwenden. Auf den Wangen gebe ich ein ganz kleines bisschen so eine Sommerbräune mit dem Infallible Matte Bronzer. Mit dem könnt ihr ganz, ganz gut auch ein Contouring machen, wenn ihr einen kompakteren Pinsel nehmt. Und wenn ihr keinen kompakten Pinsel habt, dann könnt ihr den auch immer so ein bisschen zusammendrücken und dann mit dem Pinsel seht ihr, selbst obwohl er sehr fluffy ist, kann ich dann damit eine gezielte Linie setzen. Dann kann ich das noch ganz wunderbar verblenden. Mein persönlicher Geheimtipp ist, dass ich super gerne den Bronzer einfach auch auf den Augenlidern auftrage. Das wirkt dann nicht wirklich geschminkt, aber gibt so ein ganz kleines bisschen so eine Silhouette oder Kontur um die Augen. Man könnte nämlich auch hier draußen so den Bronzer mit dem Blush verbinden und dann fließt es alles wunderschön ineinander. Für ein bisschen Frische setze ich den Le Blush Rouge. Der ist ganz seidig, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Der hat so ein bisschen irisierende Pigmente drin. Und es gibt nicht nur Frische, sondern das gibt eben so einen Glow, der aussieht, als würde er eher so von innen nach außen strahlen. Deswegen mag ich den extrem gerne. Der ist so wie Blumen, der strahlt von innen nach außen. Und wenn ihr den so seitlich setzt, dann bringt ihr auch automatisch eure Augenfarbe total zum Leuchten. Weil dieser Pink Pfirsichton, der sieht super aus mit eigentlich wirklich jeder Augenfarbe. Egal ob jetzt blaue, grüne, braune, Hazel, also egal welche Augenfarbe. Der Blushton verträgt sich hervorragend damit. Auf die Wimpern kommt die Volume Million Lashes. Das ist eine Mascara, die ganz schnell einen wunderschön gefächerten Wimpernkranz zaubert. Die Wimpern wirklich schön schwärzt und sich auch toll aufbauen lässt.
Und jetzt kommt noch der Lippenstift. Der Colorige-Lippenstift in 297 in Red Passion heißt die Farbe, ist ein wirklich ikonisches Rot. Das sieht immer toll aus, egal ob ihr es jetzt ganz elegant auftragt oder vielleicht auch einfach nur ganz blurry und oder natürlich. Sieht immer toll aus. Okay, wir haben jetzt die moderne Form des Spiegels. Ui, krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so aussieht, weil im Endeffekt hast du gar nicht viel Produkte benutzt. Vielen Dank, liebe Susanne. Ich fühle mich sehr wohl damit. Und ich finde, wir sind hier keine Gäste mehr auf dem DM-Kanal. Du bist schon ein Teil von uns. Deswegen würde ich dir die abschließenden Worte einfach überlassen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder hier zu Gast sein darf. Ich fühle mich auch wie ein Teil der Familie. Es war super schön mit euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und natürlich würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ihren, Frau Beauty. Genau, da würden wir uns auch freuen. Aber auf jeden Fall hier den Kanal abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Wenn ihr noch einen Daumen nach oben da lasst, dann freuen wir uns. Bis dann, macht's gut. Tschüss.